In Paris haben Zehntausende Menschen gegen die geplante Einführung der Homo-Ehe in Frankreich demonstriert. 5 Sonderzüge und hunderte Busse hatten seit den Morgenstunden Protestler in die französische Hauptstadt gebracht. Frankreichs Präsident François Hollande hatte ein Gesetz versprochen, das Lesben und Schwulen die Eheschließung und Adoptionen ermöglicht. Es gibt keinen Grund für zwei Männer oder zwei Frauen verheiratet zu sein. Die eingetragene Lebenspartnerschaft wurde vor 10 Jahren eingeführt. Es gibt also keinen Anlass, die Dinge zu ändern. Ich stelle mir Fragen, was die Adoption und künstliche Befruchtung betrifft. Man sollte Kinder nicht anlügen. Für mich sollte ein Kind einen Vater und eine Mutter haben. Das ist für das Kind wichtig. Die Mehrheit der Franzosen spricht sich einer Umfrage zufolge für eine gleichgeschlechtliche Ehe aus. Bei der Adoption sieht es anders aus. Weniger als die Hälfte steht hinter einer Adoption durch Schwule und Lesben.